Wenn du mich fragst, ist das hier gar nicht Lost. Da steht ein Gerüst, da ist frisches Holz neu angebracht, ein neuer Schornstein für eine Gasheizung. Und da sind Hunde zu hören. Okay, ich denke, das wird hier nicht. Ach, oh, Vorsicht, Vorsicht. Liebe Menschen, jetzt können wir euch begrüßen aus dem Ersatz Lost Place. Wir mussten jetzt ein paar Häuser weitergehen, weil das Ding, was ihr am Anfang gesehen habt, schon renoviert wird. Und dann auch kein interessanter Spot mehr ist, ne? Wenn da nur Kabel rumliegen und alles. Hier haben wir ordentlich Verfall, hier liegt wieder der Schimmel in der Luft. Deswegen sehen wir zu, dass wir hier schnell durchkommen und uns hier nicht zu lange aufhalten. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, wir machen es am Nachbarn. Stimmt. Ja, das ist mal wieder alles voll mit Verfall. Denn der Boden hat nachgegeben hier und deswegen. Warum ist der Mechanismus? Die Küchenmöbel schon umgefallen. Das ist in einem sehr schlechten Zustand hier. Schaut euch das an. Also wenn die Außenwände schon so aussehen, dann habe ich echt Sorge, dass mir das einkracht, wenn wir jetzt hochgehen. Und es ist auch alles durchwühlt worden. Oh je. Bloß keine Wand berühren hier, es könnte alles umfallen. Es war auf jeden Fall mal ein Wohnhaus. Das sieht man hier. Das da war das Sofa aus der Etage drüber, das ist jetzt hier schon durchgefallen. Oh, hier kann man Harry Potter gucken und dabei Kindersaft trinken. Es gibt auch ein paar Bilder des Verfalls hier. Ja was, ich gehe einfach lieber in den Keller. Der ist mir vertrauenserweckender von der Stabilität her. Aber hier sind Holzbalken. Also so richtig stabil ist ja auch nicht. Schaut mal, das ist hier unter der Küche, wo der Boden abgesackt ist. Ihr seht, dass der Balken durchgebrochen ist hier. Das heißt, hier ist Einsturzgefahr. Wir sollten jetzt lieber gehen. Der Fahrer hat sich schon nach oben gewagt. Deswegen wage ich mich jetzt hier auch vorsichtig nach oben. Ach, dass ja noch jemand sich hochgewagt hat. Ja, noch jemand. Hallöchen, wie geht es dir? Mir geht es gut, wahrscheinlich. Ich vermisse dich wirklich ganz schön. Könnte auch die Katharina geschrieben haben. Hier liegt so eine Postkiste. Das Fenster hat schon jemand notdürftig geklebt. Mhm. Hier liegt eine Urkunde aus dem Nachbarland. Aber die Urkunde ist gar nicht drin. Dokumentenmappe. Das ist eine Dokumentenmappe. Also eigentlich kommen da Urkunden rein. Vielleicht hat man die mitgenommen. Also man sieht, es gibt eine Menge Videokassetten in dem Haus und noch so einen alten Röhrenbildschirm. Also das ist bestimmt so die Technik, die aktuell war, als das verlassen war. Damals. Da gibt es noch die alten Kassetten. Die Heizung steht hier unter dem Dach. Das ist alles ganz schön verfallen hier. War das mal ein Katzenklo hier? War auf der ersten Vermutung, die das ganz sauber bei uns. Und dass es da ein bisschen auch kommt aus. Ja, und vielleicht nicht alles so schief ist, die Wände kurz mal reinkommen. Krass. Ja, dann könnten wir das Video an der Stelle auch schon beenden. Machen wir aber nicht, oder? Sondern wir nehmen euch jetzt noch mit in den nächsten Lost Place. Bis gleich. Ach, man soll ja nie bis gleich sein in so einem Vlog. Ach, das habe ich selber vergessen.
Eigentlich ist hier sogar die Straßendeko lost. Selbst das Verkehrsschild sieht schon so aus, als wäre es 30 Jahre alt. Ja, hier ist irgendwie so eine riesen Baustelle, die ist mysteriös. Aber es ist ein Problem. Ja, muss mal wissen, wer unbefugt ist. Ich frag mich, warum hier so viel chinesisches Zeug dran steht. Aha, ein bisschen Filmception. Wenn wir uns wieder gegenseitig filmen. Das scheint halt hier so eine verlassene Klinik zu sein. Tja, die Fenster hinter mir, die hätte man ja mal putzen können. Macht hier aber keiner. Gebäude hat auf jeden Fall noch Strom, da drin brennt Licht. Das heißt, das ist einfach nur leerstehend, aber nicht völlig aufgegeben. Das Objekt hier war eine Klinik zur Behandlung von Lungentuberkulose und ein Reha-Zentrum. Es ist 2011 umgezogen. Ein chinesischer Investor hat dann hier das Ganze gekauft und möchte daraus ein Zentrum für chinesische Medizin machen. Ist ja zum Spazierengehen ganz idyllisch hier. Ist ja auch wichtig für so ein Reha-Zentrum, dass man auch mal gemütlich spazieren gehen kann. Bisschen viel Straßenlärm aus der Gegend. Guck mal, hier ganz neue Holzspäne. Also hier passiert auf jeden Fall auch was auf dem Gelände. In dem Haus hier steht sogar noch was drin. So ein alter PC-Bildschirm. Hier ist das Baubüro drin. Die entwickeln diesen Standort hier noch. Also das wird hier jedenfalls nichts auf diesem Gelände, denn die Klinik ist noch nicht wieder eröffnet, aber sie ist eben auch nicht richtig lost und sie ist vor allem nicht zugänglich. Und deswegen nächster Lost Place jetzt gleich. Jetzt gleich, habe ich diesmal gesagt. Nicht nur gleich. Water is the driving force of nature. Ein kluger Spruch hier an dem Schwimmbecken. Im Schwimmbecken dieses verlassenen Hotels, das wir uns jetzt noch ansehen werden. Und deine Belichtung, die ist gerade total kacke. Ja, weiß ich. Das sieht für mich jetzt ein bisschen besser. Warte mal, wir müssen ein bisschen hier. So, hallo. Ja. Und ich war ja schon mal vor 2 Jahren mit einem anderen YouTuber. Den Namen wollen wir natürlich nicht erwähnen, wir wollen ja keine Werbung noch für den hier extra machen. Aber die Belichtung ist okay. Die Leute wollen so, nur Space sehen, ja. Und nicht unsere Fressen. Das habe ich immer wieder gelesen. Und ja, jetzt bin ich nochmal hier, weil ich wollte ja irgendwie mal ein paar Fotos mal machen. Und immer so ein Vergleich, das ist viel, viel besser. Und mal so ein Vergleichsvideo und mal gucken, was jetzt alles verändert hat. Diese Schmiererei ist zumindest schon mal neu. Ja, das ist keine Schmiererei. Das sind Sprüche, die der Typ da, Tobo, oder wie heißt der? Der ist ja in der Region Berlin-Brandenburg in ganz vielen Lost Places unterwegs. Ja, das mit dem Licht ist natürlich so. Da ist Licht, das scheint jetzt auf mich, aber wenn ich natürlich im Schatten zum Licht, also mit dem Rücken zum Licht stehe, dann wird das nichts. Aber es geht ja jetzt hier auch nicht um mein Gesicht, sondern um das Place. Also schauen wir uns den mal an. Vor der Benutzung des Schwimmbads waren wahrscheinlich die Duschen hier erstmal zu benutzen. Und es gab auch eine Toilette nebendran. Das sieht auch sehr gestellt aus hier. Das ist aber ein sehr, sehr berühmtes Fotomotiv. Ach so. Vielleicht hier so mit dieser Lampe oben dran. Was ist denn das? Damit man sich die Schamhaare föhnen kann, oder was? Ach, da hat die Türklinke aber Glück gehabt, dass sie nicht so leicht kaputt geht, ne? Okay. Das nächste Telefon befindet sich im Büro. Ah, das Hallenbad ist geöffnet von 700 bis 2100 Uhr. Ziemlich wenig Möbel für so einen riesen Raum. Sind die etwa alle schon in dem Container da draußen? Wetten, dass das eine Bibel ist. Ja, in einem Hotel ist immer eine Bibel. Die Feuerlöscher müssten 2004 zur Wartung. Ist wohl nicht passiert. Wahrscheinlich war das hier mal der Speiseraum. Na, sicher bin ich mir nicht. Hier fehlen schon der Putz und die Tapete, das heißt die Wand ist offenbar ziemlich nass geworden. Ja, es könnte der Speiseraum gewesen sein, denn die Küche ist gar nicht weit weg. Und damit man keine Langeweile hatte beim Kochen, konnte man dann da Hans Meiser gucken oder sowas. Verabfolgung und Genuss alkoholischer Getränke. Die Dinger gehören doch eigentlich eher ins Schwimmbecken.
So, das war dann hier wohl das Büro, denn es hieß doch nächstes Telefon im Büro. Doch keine Küche. Das wirkt hier wie die Rezeption. Ohne, dass das hier nach Haupteingang aussieht. Ja, nach Hauseingang irgendwie auch nicht. Was sagt denn der Datenschutz? Jede Menge Namen. Von 2001, irgendeine Gästeliste. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber auf mich wirkt es gefaked. Warum sollte man mit einem Kalender von 2001 beim 9. Januar etwas zum 31.12. des betreffenden Jahres reinschreiben? Das hätte man doch auch hier hinten beim 31.12. reinschreiben können. Ist aber nicht passiert. Hier gibt es dann noch ein paar Eintragungen mehr. Aber hier in der Mitte des Jahres gar nicht. Komisch. Komisches Ding. Die haben nur ganz sporadisch hier mal irgendwas eingetragen. Jede Menge Aufenthaltsräume hatten sie hier. Das könnte ja auch so ein Restaurantbereich gewesen sein. Hier über uns ist es auch schon mächtig kaputt. Und wir kriegen jetzt gerade Besuch. Na toll. Ja, hier kommt gerade eine größere Gruppe von Leuten rein. Das heißt, ein großer Besuch steht hier an. Sogar mit Corona-Masken. Muss man in diesem Bundesland hier etwa auch in der Hotellerie Masken tragen? Das war hier auf jeden Fall ein Eingang. Und hier kommen offenbar aus den Bettdecken schon einige Federn zum Vorschein. Wer weiß, was hier wieder für eine Kissenschlacht veranstaltet wurde. Hier gibt es eine Telefonzelle. Noch eine Telefonzelle. Verschiedenste Teppiche übrigens. Hier sieht er so aus. Da sieht er so aus. Da so. Auch wieder fast wie bei dem Hotel der 100 Teppiche. Also dieses Gebäude ist mindestens teilweise abrissreif. So, hier bin ich jetzt in einem Hotelzimmer. Das ist sicherlich ein geräumigeres, gemütlicheres gewesen. Mit einem Sofa, einem Schreibtisch und einem Bett. Und natürlich einem Badezimmer nebendran. Aber ich denke, hier wird es auch kleinere Zimmer gegeben haben. Das ist ja schon fast eine Wohnung hier. Vielleicht ist es auch eine Wohnung. Ja, hier ist eine Küche mit dabei. In der Küche ein Teppichboden. Das ist ja ziemlich dumm. Also das finde ich ekelhaft. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Teppichboden, aber in der Küche, wo einem dann mal was runtertropft und runterspritzt, das ist ja eklig. Das wird nur noch übertroffen von Teppichboden um die Toilette rum. Ja, war ja klar, dass sie das auch haben. Ich würde dieses Hotel das Teppichhotel nennen. Hier sollte wohl auch schon mal entrümpelt werden. Zumindest hat man die Sessel rausgebracht und einen Container in die Mitte gestellt. Ihr seht ja, das klappt langsam so alles zusammen hier. Und es ist leider auch nicht mehr alles an seinem Platz. Also dieses Hotel hier ist weit davon entfernt, einfach nur zurückgelassen zu sein. Sondern da hat man schon angefangen, so ein bisschen aufzuräumen. Was natürlich sehr schade ist. Das klingt ja düster, wenn man einen Raum dunklen Raum nennt. Ich finde dieses Hotel schon ein bisschen kurios, nicht wahr? Auch wieder so ein Raum mit Teppichboden. Eine Ablage da, wo normalerweise Waschbecken zu erwarten wären. Denn da drüber ist ein Spiegel. Aber hier sind keine Waschbecken. Kommen die erst hier hinter? Tatsächlich. Da fragt man sich, wofür war dann dieser Vorraum da? Der ist doch einfach nur überflüssig. Hier gab es so einen Aufzug, der ist aber auch ziemlich schmal. Also ich glaube, da würde man schon mit dem Kinderwagen gar nicht reinpassen. Früher hat man halt sehr sparsame Aufzugsschächte gebaut. Hier ist noch so ein Aufenthaltsraum. Also selbst das Herren-WC ist hier einfach nur beschissen. Aber immerhin ist noch Seife da. Der Vollständigkeit halber filme ich auch ein bisschen im Keller. Weihnachtsdeko ist auch da.
In jedem Hotel braucht es Weihnachtsdeko. Meistens ist ja noch aufgestellt, wenn wir kommen. Fahrradflickzeug. Also die Werkstatt ist ziemlich unaufgeräumt. Ja, und das ist auch ein bisschen merkwürdig. Das sieht auch so zurechtgelegt aus. Das Getränkelager werden die Eigentümer bestimmt nicht so verlassen haben. Der alte Hochstädter. Da gibt es Marken, die ich überhaupt nicht kenne. Rivella kenne ich, Schweppes kennt man auch. Hier liegen noch die alten Kontoauszüge des Hotels. Das war doch aber bestimmt nicht das Büro hier unten. Aber vielleicht haben sie hier alte Unterlagen gesammelt, die schon ein paar Jahre alt waren und die man in absehbarer Zeit nicht brauchte. Eine alte Schreibmaschine von Triumphadler, Gabriele 110 DS. Schaut mal hier, eine Schachtel vom Computerspiel Monkey Island. Haben die das am Computer in der Rezeption gespielt, wenn ihnen langweilig war? Könnte ich mir voll vorstellen. Vor allem, das kann man ja so ganz in Ruhe spielen. So ein Adventure-Game. Da gibt es ja keine Action, da kann man ja jederzeit unterbrechen, wenn ein Kunde kommt. Zeitschriften. Irgend so eine Single. Noch mehr Zeitschriften und ein kleiner Fernseher. Ah ja, seht ihr, hier sind nämlich die Geschäftsunterlagen archiviert. Auf jeden Fall sind hier aber auch private Postkarten. Hier liegen nicht nur geschäftliche Unterlagen. Nun kann das ja sein, dass das ein Familienbetrieb war. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Und dass die Familie, die das Hotel betrieben hat, hier gewohnt hat. Und dann vermischen die einfach Privates und Geschäftliches so ein bisschen miteinander. Bei so einem inhabergeführten Hotel, da ist man natürlich auch 24/7 im Dienst. Da gibt es ja dann keine strikte Trennung zwischen Privatleben und Erwerbsleben. Ups, hier ist wohl ein bisschen was runtergekommen. Warum eigentlich? Das ist hier der Heizungskeller. Aha, ein Sack Spielsand. Ich bin jetzt hier im Treppenhaus und was wir hinter der Tür finden, ist auch kurios. Warum hat man hier in diesem gefliesten Raum mutmaßlich ein Bad oder eine Toilette so einen Holzboden reingezogen? Vielleicht können wir das eine Etage höher klären. Nicht wirklich. Eine Etage höher gibt es nämlich. Hier gar keinen Zugang zu diesem Raum. An diesem staubigen Spiegel hier haben sich schon einige verewigt. Das war eigentlich das beste Zimmer hier. Und überall im Gegenzimmer waren mal Matratzen mit Betten drin. Alles raus. Schade. So sah es mal aus. Schon gewusst. Simon hat jetzt auch Instagram. Ich denke, keine Werbung. Ja, thelostplaces.ger. So hat es hier mal ausgesehen in diesem Hotel. Und ich habe auch so ein paar andere Fotos, die kann ich dir auch mal zeigen, wenn du magst. Wie zum Beispiel auch von diesem Raum hier. Das ist immer schief, dann sind wir vielleicht online. Ich zeig's dir mal. Also hier war das Bett mal gemacht. Mhm. Nicht nur hier, also oben. Da hier ist auch noch von hier. Die Straßenbahn kenne ich doch, die wir gerade gesehen haben. Also das hier war auch von hier. Na gut, das nicht, warte mal. Also dieses hier, das war von hier. Das hier war auch von hier. Im gleichen Raum wie das hier. Und das hier, das war, na gut, ich glaube, es gibt sogar noch das Fotomotiv. Tja. Und das hier, das kann ich sehr vielleicht. Das hast du ja vielleicht auch gesehen. Sah aber auch mal schöner aus. Ja, ein Dixi-Klo steht da unten auch. Ach, hier war Ihmchen wieder. Just a masterpiece trying to master peace. Mhm. Liebe Tante Annelie, dir und Tante Mira ein schönes Osterfest wünscht dir deine dankbare kleine Mira. Aha. Alle Matratzen wurden draußen aus und hier wurde aufgestellt. Tja, hier hat sich jeder genommen, was er braucht. Komisch, dass die Matratzen weg sind. Wer weiß, wie alt die Dinger sind, wenn die 1982 von der Stiftung Warentest getestet wurden. Die Balkone sind kurz vorm Herunterfallen, da werden wir nicht drauf gehen. Die sind richtig schief. Also so richtig hübsch finde ich die Balkone nicht.
Hier gibt es Zwischenwände, damit man seine Nachbarn nicht sieht. Und dann hat man hier noch so ein Vordach vor dem Balkon. Also die Aussicht ist ziemlich bescheiden. Hier fehlt das Bett, hier kann man nur sitzen oder duschen. Dieses Bad hat eine interessante Farbe. Noch interessanter ist sein Geruch, aber den kann ich irgendwie nicht einfangen. Liegt vielleicht daran, dass hier Regenwasser steht. Interessant ist, dass diese Tür gar nicht zugeschlossen werden kann, aber es gab hier eine zweite und da muss man halt die zuschließen. Die innere Tür also. Ja, ich muss sagen, mit Matratzen würde das ja alles noch ein bisschen was hermachen, aber dass die jetzt weg sind, ist schon blöd. Das ist übrigens hier voll der saubere Lost Place. Wirklich gratis, das glauben sie nicht. Oh Mann, nee, ich glaub's nicht. Ja, da hat wieder jemand Kräftemessen gespielt. Endlich mal ein Bett, das anders aussieht. Ansonsten ist hier alles ziemlich gleich. Das stimmt nicht so ganz. Jedes Badezimmer ist schon etwas anders. Aber der Sache nach sind es halt alles Hotelzimmer. Und ich werde jetzt nicht jedes einzelne zeigen. Das ist dann hier wohl der Schmierfinkenraum. Wo man sich ein bisschen fragt, was das jetzt ausgerechnet hier im Lost Place soll. Also dieser Balkon hier ist alles andere als vertrauenserweckend. Ich gehe da nicht drauf. Der Raum ist ja hier noch voll oldschool. Mit so Dachschrägen. Schaut euch mal das an, das ist eine Dusche hier. Da muss man reinklettern, ohne sich den Kopf zu stoßen hier. Und dann gibt es hier so einen komischen Podest, wo wahrscheinlich Leitungen drunter durchgehen. Dann steht hier einfach so eine Badewanne im Raum. Und die Toilette steht auch auf so einem Podest. Das ist hier ein ganz einfach gehaltenes Zimmer. Auch bei diesem Zimmer fragt man sich, warum das eigentlich höher gelagert ist. Warum hier so ein Podest aufgestellt ist. Tja, im Keller sind Fernseher, hier ist die Fernbedienung. Das gehört auch bestimmt alles nicht ganz so, wie es hier aufgestellt ist. Möglicherweise war hier die Wohnung der Familie, die das Hotel bewirtschaftet hat. Denn das ist bestimmt kein Gästezimmer gewesen hier. Sieht mehr nach so einem Jugendzimmer aus. Auch in diesem Raum gibt es so ein bescheuertes Podest. Ich weiß nicht warum. Was mir auch hier wieder auffällt, ist, dieser Riesenkomplex hat nur ein einziges Treppenhaus. Brandschutz ist nicht da. Ja, es gibt nicht mal eine Notleiter, wo man irgendwie, eine Feuerleiter, wo man wenigstens rauskommt. Das heißt, dass das hier zumachen musste, ist ja kein Wunder. Das kann man ja überhaupt nicht sicher betreiben. Ein Skihotel war das, sagt der Simon gerade. Jetzt habe ich das Spiel verloren. Weil hier irgendwas von Lass die Spiele beginnen dran steht auf diesem komischen Spiegel. Ja. Also es war mal ein 3-Sterne-Skihotel hier. 3 Sterne? Mhm. Also der Flügel da bestimmt nicht. Also zumindest, ja, soll es mal 3 Sterne gewesen sein. Könnte schlimmer sein. Ja, natürlich, geht immer schlimmer. Das hätte ja jetzt hier auch die Bruchbude mit lauter kaputten Scheiben sein können. Ja, ja. Da hält sich das ja noch in Grenzen. So, der obligatorische Dachbodenblick. Aber selbst der ist hier relativ nichtssagend. Ja, also ich glaube, in diesem Hotel ist doch nichts an seinem Platz. Nicht mal der Schrank steht gerade. Ja, ist eben da oben. Jetzt schaut mal, was wir da haben. So eine Skibahn oder sowas, so eine Abfahrtsrampe. Hier kann man schon sagen, das Polster des Sessels passt zur Tapete so einigermaßen. Ja. Damit meine ich aber nicht, dass das mein Einrichtungsstil ist. Schaut mal, von hier kann man auf die Leute gucken, die da wohnen, wenn sie denn da wären. Aber zumindest kann man sich auch deren Einrichtungsstil angucken. Simon hat jetzt den Fahrkorb gefunden. Selbst da gibt es Teppich. Mhm. Der steht ein bisschen zu hoch hier, ne? Das ist nicht so okay. Gibt es ein Baujahr? 1974. Da auf Kalender unten, hast du auch gesehen, Kalender 1998? Nö.
2001 habe ich einen gesehen. 2001 hast du gesehen, ist noch 2001 geschlossen, ja. Aber 2008. Hier wohnt noch jemand, ja? Naja. Der schläft hier noch. Dann können wir ja hier noch ein Foto machen. Ja, der Raum macht ja noch ein bisschen was her. Aber irgendwie der einzige Raum. Der hier schon nicht mehr so. Ja, hier kann man auf das Dach von dem komischen Gebäudeflügel da gucken, wo die komischen Podeste sind. Ich finde das immer witzlos, wenn man sagt, was eine Gebühreneinheit kostet, wenn man nicht weiß, wie lang eine Gebühreneinheit ist. Das ist ja wie wenn man im Restaurant eine Cola anbietet. Wollen Sie eine Cola haben? Ja, wie viel kostet es denn? 3 Euro. Ja, und dann kriegt man 0,15 Liter oder so. So, das ja. Reicht uns jetzt von hier. Wir haben jetzt hier alles gesehen, was zu sehen ist. Mhm. Und sehen uns dann am Freitag um 15 Uhr wieder in einem neuen Lost Place oder auch nicht. Also ich weiß nicht, die Lost Places sind ja eigentlich nicht neu, ne? Hallo, guck mal, jetzt sieht man uns schon wieder nicht. So schließt sich der Kreis. So beim Anfang enden wir im Dunkeln. Genau, ja, weil wir ja hier auch wieder raus müssen. Obwohl, wir könnten auch die Tür nehmen. Ach, wir gehen einfach so, wie wir gekommen sind. Ach, da ist ja der letzte Gast. Sagt Tschüss zu den Zuschauern. Ja, hier wird man nämlich nicht bedient. Was ist denn hier los? Ja, hier ist alles verschimmelt. Hier darf aus Arbeitsschutzgründen das Personal nicht mehr arbeiten. Du bist als 50 auch schon Teil zu unserem Gast, ja? Na, das ist sowieso. Du bist als Übergabe. Das ist sowieso. Ansonsten eine Maske aufsetzen, genauso wie die Urbexer, die gerade da waren. Na gut, Urbexer, wenn man Urbexer nennen kann, Urbexer kann man entschieden. Ja, doch, die immer. Ja, die waren halt einfach nur laut. Es gibt auch laute Urbexer. Wir sind auch gerade laut. Also ich kann jetzt auch ein bisschen lauter reden, denn jetzt ist es egal, wenn jetzt der Nachbar kommt. Ja. Aber am Anfang sind wir gerade erst reingekommen und dann kamen die hinter uns rein und das war natürlich nicht so cool. Letztes Tages war ja, als wir angekommen sind, da haben wir da hinten irgendwo geparkt, ich sag nicht wo, aber da kam uns ein Mann entgegen. Und ich erkannte den wieder, der hat uns vor 3 Jahren, vor 2, ich weiß nicht genau, wann ich hier war, mal angesprochen und meinte, dass er die Polizei von mir raufholen. Und genau der gleiche Mann kam es nochmal entgegen. Ich dachte mir nur, hoffentlich spricht er uns nicht an. Er hat es auch nicht angesprochen, zum Glück. Das wäre es ja auch gewesen, wenn es genau nochmal angesprochen hätte, ey. Tja, deswegen. Und jetzt dann diese Gruppe lauter Leute, da haben wir halt gedacht, vielleicht kommt dann der Nachbar wieder und schmeißt uns raus. Nein, kam er nicht. Wir schmeißen euch raus aus dem Kanal jetzt. Wir sehen uns am Freitag um 15 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt bitte den Kanal weiter. Das war garantiert der Fall. Schulz. Warte mal, wieso hier? So hier, ne? Oder? Kann man machen. Muss man aber nicht.